Also wir haben da heute das Vergnügen, mit der Grubenwehr Tirol in Schwarz hier zu sein, um eben zu sehen, was die Grubenwehr imstande ist zu leisten, um eben unter Tag für Sicherheit zu sorgen. Grubenwehr, das ist ein freiwilliger Verein, der was für Tirol und Vorarlberg, für alle untertägigen Bauern, die was künstlich hergestellt worden sind, zuständig sind. Also wir bestehen aus 24 Mitgliedern. Die Personen, die bei der Grubenwehr dabei sind, die kommen aus dem Rettungsdienst, aus der Polizei, aus handwerklichen Berufen und haben dadurch schon eine profunde Ausbildung. Bei der heutigen Übung wurde eine abgestürzte Person simuliert und der Atemschutz. Das heißt, jeder Retter hat da ein MSA-Langzeitatemgerät gehabt. Und der ist über steiles Gelände, nachher da über 5 Meter senkrecht das Gelände abgeseilt worden und mit der Grubenbahn nachher versorgt worden. Ich habe das halt gesehen, was die Jungs da leisten. Und mein größter Respekt in diese Richtung, weil die müssen nicht nur Sanitäter sein, die müssen auch Bergretter sein. Die müssen sich abseilen können, die müssen Bergetechniken können. Und das ist ziemlich eine große Leistung, die heute dargeboten wurde.